Yo Leute, willkommen zurück zu, jetzt wollte ich sagen, News of Marvelous V, aber es ist ja tatsächlich, Pokémon Weiß 2. Wir gehen nun hier auf die Marea-Zugbrücke im Winter, also es ist auf August umgesprungen. Ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich euren Teil denken, aber naja, lasst lieber. Gelegentlich zeichnet sich oberhalb der Brücke der Schatten eines Vogel-Pokémon ab. Seine Federn gleiten anschließend sacht zu Boden. Wenn man versucht, eine solche Feder aufzuheben, kann es mitunter vorkommen, dass man mit einem Vogel-Pokémon zusammenstößt. Und so etwas ist hier. Da finden wir eine Abwehrfeder. Dann kann man einen Verteidigungs-DV verteilen. Wenn man nichts Besseres zu tun hat, kann man das gern so machen. Aber naja. Die Musik ist auch sehr cool. Erinnert mich ein bisschen an Pokémon Platin. Die in den Kraterberg und die Speersäule und so. Und die Zerrwelt. Ja, die Zerrwelt sogar noch, ja. Marea City ist berühmt für diese Zugbrücke. Für das Pokémon World Tournament. Und für den verliebten Mann Charles. Das Pokémon World Tournament, das klingt doch geil und Leute, glaubt mir, das ist es auch. Das ist das Geilste, was ein Pokémon seit langem gab. Wir sind hier gerade bei der Mitte von der Brücke. Und die Musik ist auch nicht überdeckbar durchs Fahrrad, finde ich gut. Finde generell ein bisschen schwachsinnig, eine eigene Fahrradmusik zu machen, aber naja. Die Marea-Zugbrücke wird auch Glurak-Brücke genannt, weil sie aussieht wie ein Glurak, wenn sie hochgezogen ist. Ich habe allerdings noch nie ein Glurak gesehen, also weiß nicht, ob das stimmt. Und Geniefeder. Könnte sein, dass sie den Spezialangriff erhöht um eine V. Und die Heilfeder, die glaube ich, tut KP um eine erhöhen. Also wird nicht heilen, das ist ein Irrglaube. Und noch eine Abwehrfeder, die kann man so nur noch verkaufen für ein bisschen Geld. Deswegen sammle ich die gerade auch alle auf, weil ich meine, kostet ja nichts, ne? So und somit erreichen wir nun Marea City bei eisiger Kälte. Geil, oder? Eine Brücke verbindet entfernte Orte miteinander und Pokémon-Kämpfe und Pokémon-Tauschaktionen verbinden verschiedene Menschen miteinander. Das heißt doch, dass Pokémon-Brücken, die zwischen Menschen sind, oder? Jo. Na, wie findest du unsere Zugbrücke? Sie ist der ganze Stolz der Stadt. Aufgrund ihres eleganten Aussehens wird sie auch Glurak-Brücke genannt. Es sind zwei verschiedene Begründungen, finde ich wieder mal genial. Los, lass uns wieder Pokémon stehlen, so wie früher. Das hat doch Spaß gemacht. Das geht nicht. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass man nicht stehlen darf. Ach, hört euch auf, es ist zu spät, um plötzlich den Gesetzestreuen zu geben. Oh, voll gebatscht. Die Leute verstehen unsere hehren Motive nicht und behaupten, wir seien Ganoven, die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Selbst wenn du den Plasma verlässt, sind sie unfreundlich zu dir. Da kannst du genauso gut mit uns Pokémon-Schillen die Welt erobern. Dann werden sich die Leute, die jetzt gemein zu dir sind, vor dir niederwerfen und dir ständig sagen, wie toll du bist. Nein. Das würde Meister N traurig machen. Das kann ich nicht tun. N? Der König von die Plasma, dass ich nicht lache. Er ist nichts weiter als ein Verräter. Der Kerl hat uns im Stich gelassen und ist einfach irgendwohin verschwunden, als wir ihn am nötigsten brauchten. Hey! Oh, es kommt der schon wieder. Jetzt gibt's hier eine Schelle. Fang an zu reden, du Erlung von die Plasma. Autsch, was soll das, du Kleiner? Ach Mist. Mir wurde extra gesagt, dass ich keinen Ärger machen soll. Ich mach's beim nächsten Mal fertig. Und tschüss. Denkst du, ich lasse dich entkommen? Und tschüss zum zweiten. Ist schon okay. Er ist ein Freund von mir aus den Zeiten bei Team Plasma. Auch vor 2 Jahren hat sich das Team aufgespalten. Diejenigen, die N gefolgt sind, um die Pokémon zu retten. Und diejenigen, die mit GCs die Welt erobern wollen. Das ist ja geil, weil GCs ist so. Also. Nee, ich erzähle das lieber jetzt, sonst vergesse ich das ganz. Ich erzähl's gleich. Ah, den Rest kann ich euch nach unserem Haus erzählen. Er steht auf dem Hügel neben der Pokémon-Arena. Also so GCs sind ja auch zwei Musiktöne. Er hat in Schwarz-Weiß 1 gesagt, eben so wie die zwei Musiktöne GCs bei ihm. Ja, und GCs sind zwei Töne, wenn man die zusammenspielt, das ist ein Tritonus, das hört sich nicht gut an, liebe Freunde, glaubt mir das. Vor einiger Zeit hat mir Team Plasma mein Pokémon gestohlen. Später habe ich es aber wiederbekommen. Jo, wir erkunden jetzt hier direkt mal Marea City, würde ich sagen, warum nicht? Denn die Stadt ist sehr modernisiert worden im Vergleich zu Schwarz-Weiß 1. Besiegt ein Pokémon ein Gegner, der stärkste als es selbst erhält, ist mehr Erfahrungspunkte als üblich. Oh, das war die falsche Stimme. Oh, du hast ja einen Pokédex. Sagst du mir, wie viele verschiedene Pokémon du bisher gesehen hast? Oha, du hast die magische Grenze von 70 als bereits überschritten. Hier ist deine Belohnung. Sägesang erhalten, auch ein cooles Item. Tut immer einen bestimmten Anteil von Schaden wieder zurückheilen. Ich habe im Pokémon
Ich habe im Pokémon-Freund einen sehr nützlichen Artikel gelesen. Hältst die L-Taste gedrückt, wenn du eine Attacke auswählst, erhältst du eine ausführliche Erklärung über ihre Wirkungsweise. Nein, das habe ich nicht auf dem Schirm, aber ich brauche es nicht. Willkommen im Grand Hotel Maria. Mit freien Zimmern können wir zwar nicht dienen, aber das sollte dich nicht davon abhalten, dich bei uns ein bisschen zu entspannen. Und für 10 Euro eine Cola an der Bar zu trinken. Und so gehen wir ins 13. Stockwerk, sieht schon los wie in Stratos City, liebe Freunde. Nein, ganz so schlimm ist nicht, aber Maria ist doch ganz schön gewachsen. Hier sind wir die Zimmer, die doch zum größten Teil leer sind, bis auf hier hinten, da sind drei Leute drin. Kaum im Ausland angekommen, werden auch schon Pokémon getauscht. Bravo, Kinder sind ja so herrlich, unkompliziert darin, neue Freundschaften zu knüpfen. Toll, dank Drahtlosverbindung können wir jetzt auch auf Distanz Pokémon tauschen. Bitte kümmere dich gut um das Pokémon, immerhin habe ich es damals getauft und ihm ein Item habe ich ihm auch mitgegeben. So, lieber Aufzug, jetzt geht man hier mal ein bisschen Gas, aber nicht in den Erdgeschoss. Ja, das kommt davon, wenn man zu schnell macht, liebe Freunde. 18er. So, gut. Stetige Veränderung ist wichtig, aber noch wichtiger ist dabei doch, dass man sich im Kern treu bleibt. Nimm nur die Pokémon als Beispiel, jetzt wirklich zwei weiter, behalten aber ihr wahres Wesen bei. In der Tat. Maria City ist, wie ich es in Erinnerung hatte, hatte so einen herrlichen herben Charme. Ja, und es ist halt eine etwas modernere Stadt geworden. Finde ich prinzipiell nicht abwegig, ist halt vor allem die Veränderung hier im Vergleich zu Schwarz-Weiß 1 finde ich schon sehr cool. Weil man hat Rayon und Stratos davon doch eher so belassen, wie sie waren. Hier hat man doch einiges angesetzt. Ich möchte ein besserer Trainer werden, damit meine geliebten Pokémon nicht traurig sein müssen, weil sie verlieren. Ja, auch ein interessantes Ziel. Wenn du Select drückst, kannst du die Items in deinem Beutel neu anordnen. Der Spruch kam immer wieder in einem alten Werbespot. Obwohl ich die Tiefkühlcontainer jeden Tag gesehen habe, kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie sie aussahen. Ja, Leute, die Tiefkühlcontainer Schwarz-Weiß 1, die für die Story relevant waren, wurden nun auch abgesetzt durch das, was wir uns dann später angucken werden. Oder ist aber nett, dass du extra die Mühe machst, mich zu besuchen. Du bist ein Pokémon-Trainer, nicht wahr? Hey, das war ein Pokédex, klasse. Dürfte ich dir vielleicht um einen kleinen Gefallen bitten? Jupp. Ich will unbedingt ein Pokémon sehen, das über die Attacke Zerschneider verfügt. Ey, geil. Das haben wir sogar dabei. Nimm dieses Herzschuppel als Zeichen meiner Dankbarkeit. Musst du immer eine Attacke hier zeigen und... In der Regel am Anfang wird das relativ schwierig, dies zu machen, aber wir hatten heute Glück. Welche Attacke kann ein Pokémon lernen? Welche Pokémon lernen kann, hängt davon ab, welcher Art es angehört. Wow, diese Plot-Twists. Willkommen im Hotel DK Dance Maria. Mit freien Zimmern können wir zwar nicht hin, aber soll ich nicht davon halten, bei uns eine Cola für 12 Euro an der Bar zu kaufen. Okay, jetzt schießen sie mir hier langsam Vogel ab. 12 Euro für eine Cola, ich glaube, die spinnen. Also 0,7er meint der. Nein, 0,2. Ach du Scheiße. Camilla, die schöne Rennleiterin von Rayono City, hat einen furchtbar vollen Terminkalender. Ein beliebtes Model hat es halt nicht leicht. Neue Bekanntschaften bringen oft Freude, aber auch Leid mit sich. Glaub mir, am Anfang scherzt man noch so darüber alles. Aber aus Spaß kann schnell ernst werden. Ach, hör am besten nicht auf mich. Vor 3 Jahren hat mir Team Plasma die Augen geöffnet und ich habe Abschied von meinem geliebten Pokémon genommen. Seitdem lebe ich allein in einem Hotel. Manchmal fühle ich mich schon etwas besser einsam, aber so ist es wohl besser. Ich lebe ja nicht mehr ewig und ich will nicht, dass meine Pokémon um mich trauern müssen. Ja gut. Das ist halt so eine andere Sache, aber... Wir sind am Stadterkunden, da können wir nicht philosophieren. Über Gizist konnte ich euch zwar erzählen, aber... Das geht nicht, jetzt gerade hier über sowas zu philosophieren. Oh, welch herrlicher Besuch. Hier, das schenke ich dir. Danke. Ja, wirklich, als wenn man diesen Pokémon zum Tragen gibt, dann entwickeln sie sich nicht weiter. Flunschlick, so, da mag meine geliebten Pokémon. Ruht euch für heute richtig aus. Ja, wie gesagt, hier, das hat schon ein bisschen so was von Stratos City 2 mit den ganzen Aufzügen hier. Deswegen beeile ich mich da auch ein bisschen. Ich habe keine Lust, hier wieder so ein Part wie Stratos City zu machen. Das muss nicht sein. Die Top 4 der Pokémon-Liga sind extrem stark. Ich habe gehört, man kann erst gegen sie antreten, wenn man jetzt alle 8 Orden ist. Das ist richtig. Ist schon klasse, wenn man allerlei Sachen importieren, auf diese Weise immer im Sortiment haben kann. Praktisch als in dieser Stadt kann man wohl nirgends leben. Ja, hier, das werde ich, hier, Charles hat alles aufgekauft. Ich bin ja ehemaliges Mitglied von Team Plasma. Ich bin spezialisiert auf verschiedene Sorten von Rauch. Ja, da kann man halt so Zeug kaufen.
kennen wir. Der bloße Anblick von frischem Gemüse der Saison lässt mein Herz höher schlagen. Durch den Wechsel der Jahreszeit bekommt man das Gemüse sogar in anderen Farben. Ah, das ist diese Medizin. Dadurch wird die Zuneigung zu den Pokémon 2000 gesenkt, aber ich werde dennoch mal ein bisschen was mitnehmen. Für 30 Kraftwurzeln. Ja, und 10-mal Vitalkraut. Dazu noch 30-mal Energiestaub. Und 20-mal Heilpuder. Sonst ist es mal ein bisschen teuer, das Zeug, das verwende ich gerne. Auch wenn es die Zuneigung senkt, aber who cares, alle Pokémon sind weiterentwickelt, die Zuneigung brauchen. Möchtest du was Schönes haben? Ja, zeig mir Pokémon Level 30 höher. Wow, wie heftig. Das ist ja vielleicht eine Magier, das für dich. Expertengurt erhalten, verstärkt sehr effektive Attacken, wenn wir sicher auch immer wieder brauchen können. Mal gucken, wem ich den dann gebe. Was sind die hier im Sortiment? Kumu-Milch, ja, nehmen wir auch noch 10 mit, wie immer. Nicht 10, 12, ein Dutzend. Lieferungen aus Meria werden in irgendwelche anderen Städte gebracht. Ist schon faszinierend, wie heutzutage alles miteinander verbunden ist. Yo, aber das soll jetzt ja. Hier hinten ist nochmal dieser Charles offenbar. Aber vorher möchte ich hier das Item hier mir mal ergaunern. Die TM43 Itemsperre. Leute, wir haben schon wieder 11 Minuten im Part im Prinzip nichts gemacht, außer Maria City erkunden. Das ist so traurig. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. In Hoffnung, dass Interesse meiner angebetenen Zwecken habe ich eine neue Form des Kampfes erlernt. Den Reihumkampf diesmal. Ja, natürlich. Los. Müssen wir mal ganz kurz Safe-Staten damit, weil diese Reihe umkämpfen, so wir wissen ja, der ist nicht ganz schlecht, der Typ. Und entsprechend möchte ich da ein bisschen drauf vorbereitet sein. Die Steinattacke wäre natürlich jetzt nicht schlecht, sind sie die Mantur oder ein Brokkolos, aber naja. Ah, aber eine Wasserattacke haut auch ganz schön rein, fällt mir gerade auf. Und es hagelt tatsächlich. Das finde ich natürlich jetzt nicht so geil, wenn es hier bei allen Kämpfen hagelt. Aber dann müssen wir wohl leben. So, es kommt Galapafloss, macht einen Rundumschutz, dass im Reihe umkampf sowas von gar nichts bringt. Ich weiß gar nicht, so Attacken wie Surfer wird das dann wahrscheinlich sogar abwehren. Und naja, eine bestimmte Anzahl an Attacken abzuwehren, finde ich, naja, eher meh. Galapafloss wurde besiegt und uns erhalten alle am Kampf teilnehmenden Pokémon Erfahrung. So, Flapterix, du kriegst von mir auch eine Aquavelle. Er bleibt sogar drin. Dumm von ihm. Die Aquavelle wird wehtun. Und zum Volara ist halt wie immer das übliche Theater mit dem. Aber Pokémon, die hinten stehen, werden komischerweise nicht vom Hagelsturm getroffen. Das ist etwas merkwürdig, aber macht dann doch vielleicht der Fairness halber ist dann doch eher besser so. Und es wäre natürlich die Attacke ab. Jawohl. Sie werden auch nicht von Überrester so geheilt im Reihumkampf. Das muss man auch sagen auf der anderen Seite. Also insofern ist das schon ausgeglichen dann. So, und da sinkt die Verteidigung. Ich würde sogar fast auf den Tackle gehen, aber das wäre doch ein bisschen zu riskant noch. Und dann kommt der Windschnitt, der ist schwächer, könnte aber critten, aber es tut er nicht. Und somit hat zwei Drohnen hier den Kampf souverän gemeistert. Sehr gut. Level 29, das werden wir brauchen. Und auch Matriful erreicht Level 29. Und er lernt mit Schlitzer eine schöne Attacke, die hat Stärke 70, hohe Volltrefferquote, kann man was mit anfangen. Unterer Umkampf wäre gemeistert mit auch Lucario noch auf Level 29, auch nicht schlecht. Und Knochen hat seine Bodenattacke. Ja gut. Ja gut, kann man schon verwenden. Sein Kraftschub verwende ich eh nie. Bringt auch nicht so wirklich was im Moment gerade. Kann man jederzeit wieder lernen. Knochen hat wird auch nicht ewig drauf bleiben. Irgendwann kommt da immer Erdbeben oder sowas Geiles rein. Ja, wenn man noch weitere Lust hat auf mehrere Umkämpfe, dann soll man ins PvT gehen, sagte einem. Und hier sind tatsächlich noch Items, die hier rumliegen, aber die holen wir wahrscheinlich erst später, oder? Ich mag Geschichten über das Donner und das Wind-Pokémon, die Welt verwüstet hatten, bevor sie von einem Erd-Pokémon ausgeschimpft wurden. Boreos, Voltolus und Demeteros, liebe Freunde, die drei. Und hier noch ein Hotel, oh nee. Meine ehrenvolle Aufgabe ist es, den Pokémon Attacken beizubringen, ja, ja. Es gibt hier vier Sammler und ja, die tun halt einem Attacken beibringen. Er hat verschiedene drauf, die kann ich euch dann irgendwann mal zeigen, wenn das mal fürs CP relevant ist, aber jetzt im Moment gerade nichts. Müssen wir erstmal die Stockwerke erkunden.
Im Fernsehen kommen manchmal recht informative Sendungen über Pokémon-Attacken und Items. Wenn man die Kämpfe stärkerer Trainer studiert, kann man noch was lernen. Es gibt Pokémon, die sich durch den Tausch mit jemand anders weiterentwickeln. Das ist doch Wahnsinn, oder? Warum entwickelt sich dann dabei weiter? Also ich habe auf 24 gedrückt, nicht auf... So, jetzt nicht auf runter. Komplett runter, meine ich. Das hier gebe ich dir. Einen Luftballon. Ist das nicht ein schönes Item? Ja, auch ein sehr cooles CP-Item. Tut zum Beispiel gerade Pokémon, die relativ wenig Schwächen, darunter nur eigentlich nur eine Bodenschwäche haben. Die kann man damit sehr gut immunisieren, bis sie halt einmal getroffen werden, dann platzt der Luftballon logischerweise. Balance, Balance, Balance. Kennst du das tolle Minispiel auf dem Visocaster? Also ich kann echt nicht genug kriegen vom Spiel, die reinste Manie. Ja Leute, hier der ganze Part im Prinzip weggegangen für Maria City für die Erkundung. Ich find's grauenhaft. Dann nehmen wir hier noch das Pokécenter natürlich. Hi, ich hab hier eine Medaille für dich. Die Spazierfahrt und noch eine. Auf großem Fuß. Oder noch zwei Tippmedaillen, sehr schön. Es ist wahr, seit in Maria City all diese Hotelklötze gebaut wurden, hat Charles, der verliebte Mann, seine Funktion als Hauptattraktion der Stadt verloren. Ich würde eher sagen, seit das PWT da ist. Das PWT ist echt super geil, Leute. Sie werden noch sehen, was das ist, dann früh genug. Beziehungsweise schon im nächsten Part, denke ich. Wenn nicht dazwischen kommt. Aber dann geht's rund. Benutzt du auch manchmal Pokébälle wie diesen? Luxusball erhalten? Nein, das werde ich jetzt in Zukunft vielleicht tun. Der tut die Zuneigung steigern, damit hätte man vielleicht so Pokémon wie Pflegknoll oder so fangen sollen. Da habe ich jetzt zwar auch ein bisschen zu spät dran gedacht, ehrlich gesagt. Beziehungsweise habe ich gar nicht dran gedacht. Und da oben in dem Haus waren wir auch noch nicht, oder? Ja, klar, logisch. Oh nee, ist doch nicht noch so ein Hotel. Auf der anderen Seite des Meeres leben noch jede Menge Pokémon, nicht wahr? Jupp. Wow. Wenn ein Pokémon der Tagessurf einsetzt, kann es sich auf dem Wasser fortbewegen. In Schwarz-Weiß 1 konnten wir unten im Wasser auch noch ein bisschen was surfen. Das machen zwar die wenigsten, aber das gemacht haben und konnten es tatsächlich. Das Pokémon World Tournament, ich bin so frei, ich bin dabei. Wo das Turnier ausgetragen wird, am südlichen Ende der Stadt natürlich. Wenn du willst, verrate ich dir mal was, mein lieber Trainer. Mach dir keine Sorgen, falls einem deiner Pokémon im Kampf mit einem anderen Trainer mal ein Item weggenommen wird. Das bekommst du nach dem Kampf zurück. Einweg-Items sind und bleiben natürlich Einweg-Items. Dazu auch der Luftballon, deswegen werde ich den Spielverlauf selbstverständlich nicht benutzen. Schon erschreckend, wie viel sich hier in Maria City in letzter Zeit verändert hat. Willkommen im Oriental, Maria. Mit freien Zimmern können wir leider nicht hoffen, aber für 14 Euro kannst du gerne Cola trinken an der Bar. Ach du Scheiße. Mir im Kino die neuesten Streifen. Das Pokémon ansehen ist eine meiner stillen Leidenschaften. Ach du Scheiße, komm, hau ab. Kann dir mal einer bitte erschießen gehen, den Typ. Und wieder zwei Etagen. Holy shit, Leute. Sag mal, hat deine Mutter vielleicht früher im Pokécenter gearbeitet? Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. What the fuck? Das Pokémon nimmt an. Ich habe das Gefühl, es droht mir. Zurückkriegst mit Troa auch lustig, mit der versteckten Fähigkeit, wo darauf angespielt wird. Ändert man etwas in seinem Leben, vermisst man bald den alten Zustand. Doch ändert man nichts, langweilt man sich. Eine verzwickte Sache ist das. Ja, ich tue machen wir auch schon abbrechen, versuche mir die Texte zu merken, damit ich ein bisschen schneller rumkomme, weil mich nervt das ja auch ein bisschen, das Erkunden. Ein Trainer also. Wäre ein Pokémon fit, würden wir dir einen starken Kampf liefern. Naja, als Ersatz natürlich schenkt er das dir nichts für ungut. Großwurzel, verstärkt KP, abziehende Attacken. Haben wir leider keinen Moment im Team. Das ist ungeschickt, aber können wir nicht ändern. Ich glaube, wir werden auch keine bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Doch, Lucario könnte Ablatip lernen, aber naja. Es ist nicht, obwohl vielleicht, naja, muss man mal überlegen in aller Ruhe dann. Wenn es soweit ist. So, nun kommen wir aber zum Stadtende. Hier geht's auf die Route 6, die wollen wir noch nicht erkunden. Da habe ich keine Lust drauf auf Route 6. Und hier geht's nicht lang. Du! Du weißt, was ich jetzt sag. Du hast doch nicht vorbei. Im Wendelberg. Ein sehr cooler Ort. Weißer Rubius. Das ist der Trainer, von dem ich erzählt habe. Hier drüben. Oh, du interessierst dich also für Team Plasma? Wenn du dir anhörst, was wir zu sagen haben, wirst du uns vielleicht verstehen.
Werter Gast, es tut mir leid, aber bevor ich dich ins Haus lasse, möchte ich sehen, was du für ein Trainer bist. Bist du einem Pokémon-Kampf einverstanden? Ja, klar. Also dann. Ja, wir kämpfen gegen einen Weißen von Team Plasma. Aber ich würde sagen, das hier mit dem Haus, das müssen wir dann in den nächsten Part bedauerlicherweise verschieben, denn er ist schon wieder viel zu lang. Das mit dem Hagel ist auch ein bisschen bedauerlich, finde ich. Das nervt mich. Ein ganz klein wenig. Das mit dem Hagel kann wirklich ein bisschen auf den Geist gehen. Weil man halt jede Runde KP verliert und noch einen Bodycheck verliert man auch noch KP und noch einen Hagel nochmal und pipapo. Aber die Kraftwelle sollte ihren Teil tun und dann ist der Kampf auch einfacher, wenn man dann immer entsprechend reinwechseln kann. Das ist ja der Vorteil am normalen Durchspielen. Oh, da kommt Fletiamo rein. Cooles Pokémon, das dir ausgesucht, mein Freund. Aber es wird leider nichts gegen Rockaimann machen können. Da landet es keinen Stich. Rockaimann. Mit seinem gestörten Level 31 hier, ey. Wo immer noch der coole Pokémon. Knirsche wirst du nicht können. Hey, wäre ich jetzt auf Gewissheit gegangen, wäre es vielleicht noch interessant geworden, aber naja, so nicht. Hochmut-Boost. Das ist halt echt cool, der Hochmut-Boost, weil so kann man Trainer richtig hart zerstören, wenn man es richtig macht. Respekt, dein Kampfstil zeigt, wie sehr du dich mit deinem Pokémon verbunden fühlst. Und das doppelte Preisgeld bekommen wir auch noch, sehr schön. Vergib mir, dass ich jetzt so getan habe, als müsste ich dich testen. Als ehemalige Mitglieder von Team Plasma müssen wir vorsichtig sein. Er ist davon gekommen. Und wer ist das? Ein Freund von dir, dann kann er mitkommen. Okay. Ah, das können wir jetzt nicht abbrechen. Naja, dann ist es eben so, dass wir es nicht abbrechen können. Ich stelle mich nochmal vor, mein Name ist Rubius. Ihr gehört doch auch zu dem Plasma, oder? Was unterscheidet euch denn von den üblen Tätern von vorhin? Wir gehört mal zu dem Plasma. Um unsere Taten von vor 2 Jahren wieder gut zu machen, kümmern wir uns um die Pokémon, die von ihren Besitzern getrennt wurden. Und wer bist du? Ich bin David aus Aventura City. Ich bin der beklagenswerte Trainer, der euch vom Team Plasma vor 5 Jahren nicht aufhalten konnte, als ihr das geliebte Pokémon seiner kleinen Schwester gestohlen habt. Und was soll das heißen? Die von ihren Besitzern getrennt wurden? Ihr seid auch diejenigen, die sie geraubt haben. Ach so, ich verstehe. Es tut mir aufrichtig leid. Ein lausige Entschuldigung, das ist alles. Und du denkst, damit ist alles getan? Und was mit dem Pokémon der Schwester? Wo ist es? Wo ist Filio? Wo? Das Pokémon, von dem du sprichst, ist nicht hier. Ihr vermutet, den Plasma benutzt es noch immer für seine Zwecke. Und es ist, wie du sagst. Und es ist, wie du sagst, eine läppische Entschuldigung. Macht die Sache nicht besser. Aber seine Schuld einzugestehen und sich zu entschuldigen, ist der erste Schritt zur Besserung. Lass es einfach. Was nützt mir deine Entschuldigung, wenn das Pokémon meiner Schwester nicht hier ist? Tobi, ich gehe zur Pokémon Arena. Ich werde es noch stärker und dann werde ich jedes einzelne Mitglied von Team Plasma fertig machen. Okay, das ist ein bisschen aggro. Wegen Team Plasma gibt es solche Trainer wie ihn. Das betrübt mich immer wieder. Was waren wir doch für Narren. Wie du siehst, kann ich dir nichts zum Dank anbieten, Tobi. Vielmehr möchte ich um einen Gefallen bitten. Kümmerst du dich um dieses Kleine zur Ruhe hier? Jawohl. Na, du kannst kein weiteres Pokémon mehr mitnehmen. Das macht auch nichts, jetzt können wir auch noch schnell fertig erkunden. Man kann die Vergangenheit nicht ändern, die Zukunft dagegen schon. Deswegen habe ich mein Outfit geändert. Das hat nichts damit zu tun, dass ich zugenommen habe. Nö, nö. Wir kümmern uns um die Pokémon, deren frühere Besitzer wir nicht ausfindig machen konnten. Ich weiß, dass wir das nur um unseren Willen tun, aber so können wir wenigstens ein bisschen von dem wieder gut machen, was wir angerichtet haben. Und die beiden aus Enns Castle aus Schwarz-Weiß 1. Ich warte auf Meister Enns Rückkehr. Meister N kann mit Pokémon sprechen. Wenn er wieder da ist, können wir herausfinden, was die Pokémon sich hier wünschen. Dies Nagelhaus hat mich ins Herz geschlossen. Deswegen werde ich es auch wie ein Freund behandeln und nicht wie ein Werkzeug. Ja, das würde ich vielleicht schon Flasche lang mal angefangen. Das Team Plasma ist eine Organisation, die von einem Mann namens GCIS gegründet wurde, um die Herrschaft über die Einhornregion zu erlangen. Zu diesem Zweck hat er einen Jugendlichen namens N unter seine Fittiche genommen. N war ein sehr sonderbarer Junge, den man das Pokémon-Kind nannte. N war ein Weise. Das heißt, dass er gleich nach seiner Geburt ein Verhalten gezeigt hat, das nahelegt, dass er mit Pokémon sprechen kann. Deswegen war er den meisten Leuten unheimlich. GCIS soll ihn aufgelesen haben, als N zusammen mit Flampivian und Zoroa im Wald lebte. Wir sind ebenfalls Weißen, die GCIS aufgenommen hat, damit wir uns um N kümmern. Damit sie sich um N kümmern, okay. Naja, wie gesagt, das war's nochmal von diesem Part von Pokémon Weiß 2. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir reden noch mit dem Typ hier.
Hier leben ein paar ehemalige Mitglieder von Team Plasma. Ich mache mir Sorgen, dass sie wieder etwas Böses anstellen können. Ach nee, die scheinen doch zur Einsicht gekommen zu sein. Das Item, das verwirrt mich jetzt wahrscheinlich noch die ganze Zeit, aber naja. Oh, hier, da gehen wir jetzt mal lieber nicht lang. Im nächsten Part machen wir hier weiter, wie gesagt. Ich hoffe, hat euch gefallen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal bei Pokémon Weiß 2. Tschaußen!